Jugend. Jugend ist unsere Zukunft. Damit werde ich jetzt über ein Thema reden, was oft in die Vergangenheit gestellt wird, nämlich Religion. Mag es jetzt das Christentum sein, der Islam oder auch Hinduismus. Jugend kommt immer mit der Religion auf irgendeine Art in Kontakt. Selbst wenn die Eltern Atheisten wären, kommen sie auf die Art in Kontakt, dass ihnen halt gesagt wird, dass keine Religion verübt wird. Allerdings ist mir nicht von irgendeiner komplett atheistischen Gemeinde bekannt. Daher wird man auf jeden Fall von Freunden, Bekannten oder anderen Familienmitgliedern von Religion hören. Und das ist auch gut so. Religion kann sehr viele sehr gute Werte, vor allem in den jungen Jahren, vermitteln. Als Kinder ist man noch sehr beeinflussbar. Und da hört man gern Geschichten von Göttern oder Helden sagen, die einen Werte wie Teilen oder auch Mitgefühlen vermitteln. Allerdings ist das auch ein großes Problem. Viele unserer Kirchen und nicht nur unsere Kirche, sondern viele religiöse Institutionen leider auf ihrer Machtposition ein bisschen ausgeartet sind und somit den das gute Vertrauen und Unschuldigkeit von Kindern sehr leicht auszunutzen sind. Ich möchte damit jetzt nicht wirklich auf die uns allen bekannten Missbrauchsfälle von der katholischen Kirche eingehen, denn ich glaube, sie sind uns allen gut bekannt. Ich möchte sie lediglich als Beispiel aufführen, was Religion auch für schlechte Male in Kindern und Jugendlichen zurücklässt. Noch dazu ist etwas anderes, was ich persönlich oft beobachten konnte als Kind und in meinem jugendlichen Freundeskreis. Man schiebt oft sehr viele Dinge auf Gott, wenn man sehr gläubig ist. Wenn man ein Fußballspiel verliert, schiebt man es auf Gott. Wenn einem irgendetwas Schlimmes passiert, man schiebt es auf Gott. Das ist natürlich dann ein großes Problem, wenn man nicht selbst bereit ist, Schuld auf sich zu nehmen. Eine letzte Sache, die ich noch besprechen wollte, ist, was tun man nun damit? Wie bringt man Kindern einen guten Umgang mit Religion bei? Dafür haben wir normalerweise den Religionsunterricht. In vielen Schulen ist es Katholizismusunterricht. Ich kenne einige Schulen, wie zum Beispiel das Herz Jesu, wo einfach nur Bibel gelesen wird. Es ist natürlich nicht schlecht. Die Bibel ist durchaus ein gutes Buch. Aber sie einfach nur zu konsumieren, ist kein wirklich guter Umgang mit ihr. Anders finde ich, bei uns zum Beispiel bekommen wir, also im DG Borromeum, bekommen wir einen Einblick auf verschiedene Religionen, mindestens für jede Weltreligion ein paar Stunden. Das finde ich allerdings auch noch nicht perfekt, da immer noch ein sehr großer Anklang auf Katholizismus gelegt wird. Wir sind natürlich auf einer katholischen Privatschule und in einem katholischen Land, deswegen ist es auch verständlich. Allerdings werde ich zum Beispiel jetzt Bibelminister, wenn wir das aktuelle ausgearbeitete Konzept des Ethikunterrichts durchführen würden, wo Religion nicht mehr ein Großteil des Unterrichts ist, aber immer noch stark dominiert im Vergleich zu den anderen, aber auch ein ausgeglichener Kontext von allen Religionen beigebracht wird. Das kann nicht nur dafür sorgen, dass Jugendliche und Kinder toleranter sind gegenüber Angehörigen von verschiedenen Glaubensgemeinschaften, sondern auch aufgeklärter sind und sich vielleicht genauer klar werden über ihr eigenes Glauben. Danke.